Da zu der Seite ist ja der Fjord, wo ich aktuell stehe, als mein Nachtplatz. Okay, fängt noch jemand mit der Kreissäge an, aber macht nichts. Auf jeden Fall wollte ich sagen, hat man hier nämlich einen Blick auf das Fjord und das Wasser hier, ihr seht, das ist glasklar und führt dann hier als Wasserstraße für die Boote weiter. Ich stehe jetzt schon ein paar Minuten und starre ins Wasser und da fällt mir auf, dass das Wasser hier in das Fjord läuft. Man sieht das schön an den Algen unter Wasser, die fließen, wobei man ja den Eindruck hat, es läuft raus. Aber macht ja Sinn, dass es reinläuft. Sonst wäre es ja irgendwann leer. Mensch, Markus. Jetzt kommt mal was Witziges. Hört mal, wenn ich laufe. Ich hoffe, das hörte man. Es knatscht jedes Mal. Und hier im Wasser sieht man schön diese großen Muscheln. Ach, ist das herrlich. Hier kommt sogar so ein schöner kleiner Uferbereich, wo man sich auch mal hinsetzen kann. Dann da Richtung Kirche schauen kann, diesen Gedenkstein. Und diese klassisch schönen Häuser hier. Ich verstehe gar nicht, dass hier diese mehr oder weniger südlich so spitze. Oh, seht ihr die Fische? Die sind ja riesig. Oh, schön. Ja, was ich sagen wollte, ist, was ich nicht verstehe, dass hier die südliche Spitze Norwegens, das sogenannte Südkap, gar nicht so touristisch erschlossen ist. Das ist wunderschön. Und so einsam teilweise. Weltklasse, wenn man es mag. Aber hier ist halt nicht viel. Aber man braucht ja auch nicht viel, um zufrieden zu sein. Die Rettungsboje von Tryg. Livbojen kan redde liv. Heißt so viel wie, diese Boje kann Leben retten. Hier ist nochmal so eine Erklärung zu dem Kanal. Es sind nur zwei Kanäle in Mittel- und Nordeuropa mit dem Spangereitkanal vergleichbar. Das ist dieser hier, Spangereitkanal. Der Kanave-Kanal auf Samsø in Dänemark und der Karlsgaben in Süddeutschland. Beide stammen aus dem 7. Jahrhundert. Bei der Nutzung des Kanals besteht vermutlich ein Zusammenhang mit den vielen Bootsschuppen aus der Eisenzeit in Spangereit. Der gute Naturhafen war hier sicherlich deutlich besser, da es ein Schlupfloch in Form eines künstlichen Laufs in Richtung Norden gab. Mit großer Wahrscheinlichkeit stand eine überregionale Macht hinter der Marinebasis in Spangereit. Von hier konnte man die wichtige Grenze kontrollieren. Die Lindesnes zwischen den Seewangen auf der West- und Ostseite der Landzunge bildete. Seht ihr? Schon wieder was gelernt. So ein Abendspaziergang lohnt immer. Und angelegt wurde dieser Kanal, so wie er jetzt ist, 2001 erst. Davor war das vor der Eisenzeit datiert, dass es diesen Kanal schon gegeben haben soll. Also waren die Leute auch damals schon sehr pfiffig, was solche Handelswege anging. Dadurch, dass es jetzt zum Abend wieder absolut windstill ist, ist es richtig angenehm warm. Kann man einen schönen Spaziergang hier noch machen entlang des Kanals. Und wenn wir Glück haben, kann ich euch gleich in die Richtung sogar noch das offene Meer zeigen. Hier sieht man richtig, wie die Fische aus dem Wasser springen. Mal kleinere, mal größere da vorne. Ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs erkennen. Das sind jetzt alles so kleine hier. Ja, und dazwischen die größeren Jäger. Auch das finde ich interessant. Dort ist der Blick aufs offene Meer, wie versprochen. Einmal in die Richtung und einmal hier unter der Brücke durch. Auch da geht es Richtung offenes Meer. Und dieses Moped im Hintergrund, das nervt mich. Das ist das Einzige, was hier immer extrem laut ist, die Mopeds. Die Häuser hier am Kanal, gerade diese ganzen Neubauten, haben dann vorne Garagen und hinten ein Bootshaus. Auch recht nobel.
Eigentlich wollte ich nur mal kurz um die Ecke gucken. Oh, schaut mal da, eine schöne Qualle. Und nur ein paar Meter gehen. Und jetzt bin ich schon wieder gleich hier von dem Nächsten angefixt und von dem Nächsten und laufe immer weiter. Und habe eigentlich nur meine Badelatschen an. Habe mir jetzt fest vorgenommen, eben noch bis da vorne hinzugehen, zu diesem Steinwall. Und dann ist auch Feierabend. Und so schön sieht's aus, wenn dann einer mit seinem Bötchen hier reinkommt. Ja, sehr schön. Ich könnte schon wieder weitergehen, weil da vorne geht es so toll weiter. Aber jetzt ist Schluss. Ich muss noch eine Stunde zurücklaufen. Muss reichen. Aber tolle Ecke hier wieder. Ich hatte mir ja eigentlich schon so ein schönes Plätzchen rausgesucht für heute zum Nächtigen. Jetzt stehen hier leider schon wieder zwei. Solche Plätze sind halt immer heiß begehrt. Aber auch wenn ich jetzt nicht in erster Reihe stehe, denke ich mal, dass das Plätzchen ja hier hinter dem Busch im Grunde okay ist. Eigentlich wollte ich da stehen, wo man jetzt den Sprinter dort sieht und hätte dann hier den direkten Blick gehabt. Aber letztendlich bin ich ja zum Schlafen hier. Da ist das nicht so dramatisch, wenn ich jetzt nicht ganz vorne stehe. Hört ihr auch die Musik von diesem Jetski-Fahrer? Passt ja richtig hier hin. Naja, ich find's schön. Gute Nacht zusammen. Ich hoffe, das hat euch heute gefallen. Auch wenn dieses Video ein bisschen durcheinander ist, von allem ein bisschen. Aber das ist manchmal so. Ich kann hier nicht nach Plan vorgehen. Hier sind so viele schöne Sachen unplanmäßig. Da ist das auch mal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Also entschuldigt, wenn es vielleicht auch mal von der Reihenfolge nicht passt oder von der Tageszeit, dass mal morgens, mal mittags, mal abends gezeigt wird. Ich bin ein wenig raus aus meinem Rhythmus. Aber was soll's. Macht's gut. Euer Markus.